Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Trains 22. Wir sind heute auf der Brockenbahn unterwegs und fahren da einen Express bis ganz nach oben zum Brocken. Guten Tag, deine Aufgabe ist es heute von drei Annenhohne zum Brocken zu fahren. In Schirke kommt dir ein Zug entgegen, warte bis dieser durchgefahren ist. Am Güterweg muss angehalten und gedreht werden, um dem runterkommenden Zug Platz zu machen. Klingt spannend. Das ist jetzt meine allererste Brockenbahnfahrt. Und ja, ich würde sagen, wir fahren los. Unsere Lokomotive ist die 99-9236. Haben hier vier Personenwagen und Gepäckwagen. Nein, ich glaube, das sind auch Personenwagen hier. Kein Experte von der HSP. Aber ich habe ein paar Leute in der Community, die sind HSP-Experten. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Oh, Lichter vergessen. Nice. So, zum Brocken rauf geht's mit 30. Ah, sehr schönes Modell. Ah, ich muss schon sagen, der Qualm ist schon geil gemacht hier in Schwains. Und ich habe mal natürlich ein paar Fakten zu der Brockenbahn rausgesucht, die ich euch dann gleich vorlesen werde. So, 29, 30, wunderbar. Oh, da hätte ich pfeifen müssen. Und ich glaube, da vorne gleich nochmal, oder? Ah, hier haben wir halt für Schubfahrten. Und Spanübergang gesichert. Sehr gut. Okay. Wie schaut der Fahrplan aus? Schirke um 12.15. Anfahrt 12.15. Dann schaue ich, dass ich da entsprechend mal die Punkte bekomme. Und bis jetzt muss ich sagen, schön gestaltet. Gefällt mir gut. Wir schauen mal ganz kurz, ob wir auch in die Wagen reinkommen. Wir fangen mit dem hintersten an. Oh ja, wir können hier reingehen. Ja, sieht eigentlich noch sehr gemütlich aus hier drin. Hier hinten könnte man super eine Kamera installieren, um die Strecke zu filmen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich euch nicht sogar eine reale Mitfahrt zeige als Einblendung. Ich hätte dazu auch ein Video gefunden gehabt, was passen würde. Ich habe den Jährling auch gefragt, ob ich denn das Video nützen dürfte, genau für den Vergleich, um zu schauen, wie authentisch hier die Strecke ist zum Realen. Hat aber leider abgelehnt, also gibt es das leider nicht. So, wir waren jetzt hier bei dem letzten Wagen drin, bei dem vorletzten. Komme ich nicht rein? Warum nicht? Doch, ich komme da rein. Beim dritten komme ich auch rein, der schaut auch gleich aus. Beim zweiten ebenfalls und beim ersten Wagen hier. Naja, da komme ich leider nicht rein. Schade. Ich kann höchstens mal so ein bisschen reinschauen. Also ja doch. Das ist ein Gepäckabteil hier oder Fahrräder, je nachdem. Und hier kann man noch sitzen. Sehr gut. Nein, ich wollte eigentlich in die Lok reingehen. Sehr gut. Ja, die erste Planung für die Brockenbahn gab es bereits 1869, ist aber damals verworfen worden und man hat es dann nochmal neu versucht und 1895 hat es dann geklappt, beziehungsweise am 30. Mai 1896 ist dann die Baubewilligung für die Strecke zum Brocken erteilt worden. 1897 plante man eine Brockenbahn von Bad Harzburg über Torfhaus, die schon behördlich genehmigt war, aber da gab es von den Bürgern recht großen Widerstand, also ist es nicht gemacht worden. Der erste Abschnitt der Wernigerode Brockenbahn von Drei Annenhohne, wo wir gerade gestartet sind, nach Schirke, ist am 20. Juni 1898 eröffnet worden
und die Bauabnahme der Reststrecke bis zum Brocken ist dann am 4. Oktober 1898 gemacht worden. So, sehen wir denn schon unseren Bahnhof? Nein, der ist noch ein bisschen entfernt. Ja, zunächst wurde die Strecke von Schirke bis zum Brocken nur vom 30. April bis zum 15. Oktober bedient. In dem Winterhalbjahr endeten sämtliche Züge im Bahnhof Schirke. Die Strecke ist dann im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt worden und die Strecke ging dann erst 1949 wieder in Betrieb. Und damals war die Betreibergesellschaft der Brockenbahn bis zum 5. August die Rothausen-Wennigerode Eisenbahngesellschaft NWE und ab dem 11. April 1949 hat dann die Deutsche Reichsbahn den Betrieb übernommen. Okay. Von der Landschaft her schön hier, ne? Was halt jetzt noch ist, wenn es hier in den Sommermonaten teilweise extrem trocken ist, ich glaube Warnstufe 4 war es, dann fahren hier die Dampfloks nicht mehr, sondern Dieselzüge. Was aber auch irgendwas Sinn macht. Ich glaube, du hast dann keine Lust, dass man hier einen Waldbrand verursacht, wenn hier alles staubtrocken ist. Gerade wenn man dann nur teilweise so tote Bäume natürlich hier hat, weniger von Vorteil. Oha, da ist sogar ein Baum umgestürzt. Den hätte ich jetzt persönlich vielleicht entfernt. Da hat es aber noch halbwegs geräumig hier drin in der Lok. Ah, gibt es Schlimmeres. Aber das Teilstück, da möchte ich kein Heizer sein. Ich glaube, der ist da durchgehend nur um Kohle reinscheffeln. Wir haben es uns ja jetzt ein bisschen einfach gemacht, indem wir hier einfach in Steuerung fahren. Mir gefällt auch der Sound auch wirklich gut. Okay, erstes Signal. Und da hinten kommt auch schon Schirke. Immer so weit weg. Ja, Winterbetrieb ist bei der Brockenbahn erst 1950 gemacht worden, als da die Wintersportmeisterschaften gewesen sind. Und bis 1988 sind auf der Brockenbahn auch noch Güterzüge gefahren. Die haben dann primär Kohle, Öl und Baumaterial für die Grenztruppen oben hingebracht. Danach gab es keinen regulären Güterverkehr mehr. Ja. Dann, nach dem Mauerbau am 13. August 1961, wurde ab dem 14. August der Personenverkehr zwischen Schirke und dem Brocken komplett eingestellt. Wir sind dann nur noch, also steht zwar eingestellt drin, laut Wikipedia, wir gehen davon aus, für Truppen etc. nur Sonderzüge raufgekommen sind, aber halt nicht für den öffentlichen Verkehr. Es war dann sogar fraglich, ob man den Betrieb nach oben wieder hin weitermacht nach der Wiedervereinigung. Und wie wir ja heutzutage wissen, hat es dann geklappt. Und am 15. September 1991 ist nach der Sanierung der öffentliche Verkehr wieder freigegeben worden zum Brockenlauf. Und im Jahre 1993 ist dann die Brockenbahn privatisiert worden. Hat dann die HSB übernommen und macht sie auch bis heute. So, nochmal pfeifen und wir haben 20. Naja, ein bisschen zu schnell. Das passt schon. Was ich halt erstaunlich finde, ist, dass die da halt mit den ganzen Wagen ohne Zahnrad hier raufkommen. Obwohl es doch eine beachtliche Steigung hier ist. So, 30. Und vor allem, dass sich das auch mittlerweile noch rechnet, mit so mit den Dampfloks hier noch Regelbetrieb zu machen. Das sind ja doch einige, in denen sie ja noch unterwegs sind, auch also unten auf der regulären Strecke noch.
Im Jahr 2000 sind dann übrigens die Stellwerke modernisiert worden und es hat auch selbstständige Gleisfreimeldeanlagen sowie auch Rückfallweichen, damit man sich hier die Arbeit ein bisschen einsparen kann. Also man geht dann auch schon mit der Zeit. Ich weiß gar nicht, ob es noch mechanische Stellwerke hat. Ich könnte mir auch schon vorstellen, dass es teilweise noch hat. Da kenne ich mich aber zu wenig aus bei der HSB, wie die unterwegs sind. Aber wenn das jemand weiß, gerne in die Kommentare reinschreiben. Und es gibt ja auch diese HSB-Strecke für diesen für diese Open-Source-Variante von Microsoft Train Simulator. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Wo man ja auch im Multiplayer spielen kann. Das steht auch noch auf dem Plan, dass ich das mal mache. Da muss ich aber erstmal in die Steuerung reinkommen. Aber ich habe schon bei uns bei der Community mal zusehen dürfen, wie die da gefahren sind. Hat spannend ausgesehen. So, 20. Ach nee, jetzt habe ich wieder komplett angehalten. Das wollte ich nicht. Dann waren wir bei Kilometer 5. Kann ich noch eins runtergehen? Ja, dann sind wir an 20. Ah, der erste Funkturm. Ihr guten Empfang. Und die nächste Pfeiftafel. Sind wir in der Zeit? Ja, wunderbar. 12:11. 12:15 sollen wir abfahren. Straße. Ja, dann darf man doch nicht mit dem Auto hier hochfahren, sondern mit dem Zug fahren. Und schon, wenn hier die Dampflok unterwegs ist. Okay, hier jetzt mal guter Platz zum Ausweichen. Warum sind hier zweimal Pfeiftafeln? So, inklusive Wasserturm. So, anhalten. Beinahe perfekt. Und da kommt auch noch was von da hinten. Ich höre es zumindest. Okay, also hier mal was zum Abstellen. Boah, diese Steuerung. Großer Parkplatz. Ich glaube, von der Kamera hätte ich gerne gehen. So, wunderbar. Oh, schaut mal, wie geil. Und jetzt auch noch der Idle Sound mit dazu. Oh, wie cool. Also, ich meine, das ist schon ein geiler Effekt, dass du hier diesen mega Rauchschwaden hast. Noch bevor du die Lok siehst. Und da ist sie auch. Eine von zwei Zugbegegnungen gemäß Briefing. Krass, krass, krass. So. Hier schöne Handweichen. Hätten wir sogar bedienen, wenn wir wollten. Hammergeil. Moin, Gulligi. So, wir haben dann Abfahrt in einer Minute. Wahnsinn. Alles zugeraucht hier. Oh, ich bin ja im Gas drin. Gar nicht bemerkt. Ne?
Ja, wirklich voll ist er nicht, der Kollege. So, Abfahrt. Yes. Und, nein, wir drehen nicht durch. Wunderbar. Also 20 nur Tempo. Ah ja, da hinten kommen wir schon wieder 30. Sehr gut. Aber wir können gerade für 30 durchpfeifen. Oh, und mehr ist ja dann schon. Hä? Was? Hast du mir jetzt eine Zwangsbremsung gegeben, weil ich zu schnell war? Ach, Mann. Zwangsbremsungen holen mich auch in Trains ein. Tut mir leid, liebe Fahrgäste. Das war ein bisschen eine abrupte Bremsung. Wir sitzen da ein bisschen doof. Ich würde genau ein, zwei da vorne sitzen. Hätte ich das Fenster neben mir. Boah, die arme Dampflok. Hat sie voll. Hat sich hier voll abbrackern hier. Kann ich? Nee, das kann ich nicht. Ich hätte gerne fliegen. Wo stellen wir uns denn hin? Oh, der Baum ist aber auch ziemlich nah. Oh ja, einmal 6 ist bitte. Wenn wir so eine Raucheffekte auch in TS Classic haben. Charitable wäre auch geil, aber da müssen wir erstmal die Grundsimulation erstmal hinkriegen. Da bin ich schon gespannt auf das neue Dampf-Addon, was da rauskommt. Und ich komme das Video danach raus, wo ich dann das Addon schon angeschaut habe, je nachdem. Aber meine Hoffnungen sind eher gering, dass das gutes Addon wird. In letzter Zeit kam halt leider nichts Gutes raus von Daftair Games. Also nicht nur, wenn man auch Skyhook hat da nicht so gut abgeliefert. Was eigentlich echt schade ist. Generell frage ich mich, was mit den Spielestudios momentan los ist, dass man einfach so halbfertige Sachen rausbringt. Wie man auch bei AAA-Spielen wie Star Wars Jedi Survivor gab es ja Startschwierigkeiten gerade mit der Performance, von dem sie auch gewusst haben und haben es trotzdem veröffentlicht. Anstatt dass man vielleicht wirklich sagt, ja, wir warten vielleicht noch mal einen Monat oder zwei, tun mal verschieben. Dafür läuft es dann mit der Performance und mit uns dann optimieren. Aber nee, jetzt raushauen, damit wir nachher Geld machen. Und dafür hat den Ruf schädigen. Ich verstehe das nicht. Und die Spieler, klar sind sie dann traurig, wenn es mal ein Spiel verschoben wird. Aber dann kommt es halt wenigstens anständig raus. Ich meine, wie seht ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Wartet ihr lieber ein bisschen länger und dafür ist dann anständig oder lieber so halbfertig raus und dann hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Ich meine, jetzt auf einen Zugsimulator bezogen, eigentlich egal was für ein Simulator, sei es jetzt Züge, Train Sim World, TS Classic, whatever. Wenn man dann Addon rausbringt, dann schön durchdacht, wirklich sauber gemacht. Lasst euch da gerne ein bisschen Zeit, klar. Ist auch finanzieller Druck dahinter, aber schau, dass es halt irgendwo sauber ist. Da liegt ein Baum auf der Straße. Heute keine Weiterfahrt hier. Okay. Ich meine, was? Aber bei der Midland Mainline, da habe ich ja zwei Videos dazu gemacht. Und davon ist halt schade, dass halt die Strecke von der Realität ja doch einige starke Abweichungen hatte. Und das hätte per se auch nicht sein müssen. Gerade wenn man sich mal so ein Mitfahrtvideo anschaut, da googelst du mal 10 Sekunden auf YouTube, dann findest du so ein Video.
Dann hätte man das besser machen können. Und wenn man es natürlich dann nicht authentisch macht, dann muss man halt damit rechnen, dass dann die Kommentare entsprechend sind, was es ja auch gewesen sind. Damit war halt zu rechnen. Ich meine, klar, kann man jetzt natürlich als Spieler sagen, mir ist das ja komplett egal. Ihr habt doch eine neue Strecke. Aber wenn man bei der Strecke daheim ist, und dann sieht es komplett anders aus, wäre es ja irgendwie doof. Und das gleiche, bei mir wäre es zum Beispiel bei TS Classic die Strecke Zürich-Olten. Oder jetzt dann Bern, wenn es dann fertig ist. Wenn ich dann die fahre und erkenne die Strecke nicht wieder, dann frage ich mich auch. Ja, das ist aber nicht Zürich-Olten. Das ist irgendwas, aber nicht so Zürich-Olten. Aber ich muss sagen, die Brockenbahn macht Spaß. Sieht auch echt schön aus. Ich habe auch mal Zeit dafür, dass ich da mal im Sommer hingehe und mal in echt mitfahre. Das will ich generell mehr tun. Mehr rumreisen und halt Eisenbahnvideos zu machen. Aber halt die Zeit nicht mehr am Wochenende. Aber ich will auf Kanal auf alle Fälle mehr Real-Life-Aufnahmen machen. Da bin ich zwar nicht so der geilste Kameramann, aber ich will zumindest versuchen. Und wenn es dann irgendwann mal auf Ricardo eine Drohne günstig gibt, so eine DJI oder sowas, würde ich auch mit der mal Aufnahmen machen. Aber die Dinger sind halt arschteuer. Gerade vor kurzem ist ja von DJI eine neue rausgekommen, die auch echt geil aussieht. Fliegt, glaube ich, bis zu 45 Minuten. Ah, kostet einfach mal 1700 Scheine. Ja, gleich zweimal. Ach, wegen dem kleinen Übergang hier. Das ist aber ein Wanderweg hier, ne? Also nicht, dass du hier normal irgendwie Fahrzeuge fahren. Oder höchstens Forstweg. Wie sieht's denn aus? Kommt da nichts was? 2040. Irgendwo haben wir hier noch ein Sondermanöver. Soll sein. So, da vorne. Haben wir jetzt hier für eine Spezialität? Ah, die normale Bundesstraße. Was? Da dürfen wir 40 fahren? Okay, ja. Wenn sie heißt Hartgas, dann fahren wir Hartgas. Hat der Heizer und die Lok bestimmt Freude. Na dann. 100% bitte. Ich frage mich gerade, ob ich es mal probieren soll, manuell zu fahren. Warum eigentlich nicht? Machen wir es mal so. Kohle, Wasser. Wasser mal auf 53. Dann fahren wir mal manuell. Sieht er ganz schön weg hier. Aufpassen, dass wir hier. Ja, gehen wir hier mal ein bisschen runter. 44. Ohne passt erstmal. Boiler Pressure 904. Oh, wir werden zu schnell. Runter mit dem Gas.
Dann mit dem Regler runter. So, jetzt müsste ich eigentlich dann hier gleich wieder arbeiten müssen. Dann geht es wieder steil nach oben und wir kommen zu die 30. Ja, vielleicht doch 50%. Ist nicht. Schaut euch mal die Steigung an, das Ding zieht einfach brutal. Weiß nicht, wie authentisch das ist. Wir gehen mal 19, hält das dann. Ja, Wasser gehen wir mal runter. Einmal pfeifen. Interessante Umsetzung von einem Bach da hinten. So. Kleiner Fakt noch im Winter. Jetzt, Moment, wir sind zu schnell. Geh mal runter vom Gas. Im Winter fahren zum Bock maximal 6 Zugpaare am Tag und davon werden 4 von und nach Wernigerode durchgewunden und im Sommer ist der Verkehr auf täglich 11 Zugpaare verdichtet. Ah, gut, was los hier dann im Sommer? Kohle können wir jetzt eigentlich auch mal ein bisschen einfeuern hier. Wasser gehen wir ein bisschen nach unten. Ich bin schon wieder zu schnell hier. Ich möchte keine Zwangsbremsung haben. Da gehen wir mit beiden mal ein bisschen runter. Oh, ich glaube, wenn es so richtig schönes Wetter hat, dann hast du hier eine geile Aussicht. Oben am Brocken dann erst. Oh. Wann soll man da sein? Fahrt beim Brocken 12:55. Was echt so spät. So, dann geben wir ein bisschen Gas. Wieder gut Steigung hier. Ich weiß nicht. Es kann doch nicht sein, dass bei so einer brutalen Steigung ich da nur so wenig Gas geben muss. Also ich weiß nicht, wie die in echt so performt, aber das war ja dann schon echt hart. Zu wenig Experte für das, aber mir kommt es einfach zu wenig vor. Oh, Wasser lassen wir jetzt mal ganz aus. Ah, gehen wir wieder auf die simple Steuerung. Da, 100%. Ah, ich glaube, da vorne ist die zweite Zugbegegnung.
kann man eigentlich... Nö, es geht nicht. Manchmal kann man die Fenster und Türen aufmachen. Wird das angekündigt? Ja, doch, Frosin, da haben wir ja, wird ja angezeigt. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das da gleich aussehen wird. Ah, da wird schon mal angekündigt. Oh, wir sind ja viel zu schnell. Voll nicht auf die Geschwindigkeit geschaut. So, 38. So, da rechts ist dann das Gleis, auf dem wir dann hinfahren müssen, damit der Zug von oben Platz hat. Aber warum hat man das so gemacht, dass die Züge nach da vorne fahren und da hinten reinfahren, anstatt dass man hier ganz normale Ausweiche irgendwie hingemacht hätte? Dass man hier das Stück zweigleisig macht. Aber bitte wenden und auf das Abstellgleis fahren. Ein anderer Zug kommt vom Brocken runter. Okay. Die Weiche da hinten. Okay, ist geändert. Er hat dann nochmal rückwärts. Wieso macht man das so? Also das war ja locker gegangen hier. Dass man hier mal kurz zweigleisig macht. Ich höre schon die andere Lok da oben. So, wir fahren jetzt nochmal rein und da muss ich meine kleine Pause machen. Bei euch ist es nur ein Minicut. So, das sollte reichen. Okay. Gut, es gibt mal einen kleinen Cut für euch. Ich bin gleich wieder da. Und schon bin ich wieder da. Wir gehen halt wieder rein ins Spiel. Und unser Kollege müsste eigentlich da bald mal kommen. So, Interface mal ausblenden. Ich glaube, ich möchte mich hier hinstellen. Damit ich dann sehe, wie die Weiche da umspringt. Oder bis sie sich umlegt. Hm, sogar Solarpaneele hier. Umweltschonend. Moin, Kollege. Und ciao. Na? Weiche? Jetzt. Okay. Cool, dann hätten wir das auch gesehen. Wieder hier hin.
Und wir geben Schmackes. Ich hoffe, der hat den Halt da hinten gewertet, weil es wird hier noch angezeigt. Ja, das wird schon passen. Wart haben wir ja. Ja, allzu weit dürfte es eigentlich nicht mehr sein bis zum Brocken. Und dann hätten wir die Bergfahrt einmal geschafft. Aber es gerade richtig mit 80%, 30. Wunderbar. Nächster Marker, wunderbar. 7,99% hier nach oben. Oh, der ist gar nicht verschwunden. Ich glaube, ich hätte weiter nach hinten fahren sollen. Ja, Details. Ah, da vorne ist es ja. In den riesigen Turm. Okay, ein paar Meter sind es hier noch. Da hinten kommt nochmal 20 und 30. Das ist vermutlich wieder die Straße, die unseren Weg hier kreuzt. Ah, das ist schon eine ordentliche Bergstrecke hier. Aber ich finde schon krass, dass die da im Winter überhaupt hochkommen bei den ganzen Steigungen. Ich meine, auch mit Sand und so. Aber wenn das also richtig zugeeist ist, da ist die Frage, wo bleibt die Traktion dann? Aber sicherlich bestimmt schon vorkommen, dass sie im Winter mal nicht draufgekommen sind. Und dann müsste geholfen werden. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass sie entsprechend auch so einen Schneepflug oder eine Schneeschleuder haben. Mit der sie dann erstmal raufdüsen. Ich bin jetzt zwar nicht so der Winterexperte von der Region, aber gerade hier auf dem Berg kann man schon gut vorstellen, dass da ab und zu mal gut runterschneit. Andererseits, unsere Winter sind ja nicht wirklich Winter mittlerweile. Schneit ja kaum noch, zumindest zum Winter. Also, dass ich das letzte Mal so einen Meter Schnee oder so im Land unten gesehen habe, das ist schon Jahre her. Das höchste Gefühl waren ein paar Zentimeter. Leider. Da wollte man schon irgendwo in die Pampa reinfahren, wenn man da ein Schneeparadies hat. Klimawerbung lässt grüßen. Das waren noch Zeiten damals in der Kindheit. Also richtig viel Schnee. Ah. Man hat da Iglus und so bauen können. Erinnern, es war ein Winter, glaube ich, war tatsächlich so mindestens 2 Meter Schnee im Garten drin. Und dann haben wir Familienfest gehabt und dann haben wir aus dem Schnee quasi wie so eine Eisbar gemacht und hatten da recht viel Spaß. Das war cool. Heute undenkbar. So, 20. Da ist sie ja wieder.
genau wie ich vermutet habe. Le Bundesstraße. Ja, also da verpasst du wirklich was, wenn du mit dem Auto rauf fährst. Oh, Gas geben. Andererseits, ne, bei diesen alten Wagen hier, ist es zumindest als Rollstuhlfahrer, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Oder generell für Behinderte, dass man da, oder Gehbehinderte so, dass man hier gut raufkommt. Ich meine, sie haben ja auch moderneres Rollmaterial, so ist es ja nicht. Aber für die Dampffahrt wird es dann halt ein bisschen speziell. Gut, was man vermutlich machen könnte ist, gut, kommt man eigentlich hier rein. Weiß nicht, wie da durch, ja gut, da hat es eine mittelgroße Tür da in der Mitte, dass man hier dann mit einem Rollstuhl reinfährt und dann da drin ist oder halt dann irgendwie nach da vorne kommt. Das, glaube ich, wäre noch eine Option. Aber in die Wagen, glaube ich, kannst du es vergessen mit dem Rollstuhl. Hey, da oben ist ja dann schon der Brocken. Perfekt in der Zeit. So ist hier dieses Signalkombi. Macht doch gar nicht so viel Sinn, dass man das hier hat, oder nicht? Ich meine, unten bei der Kehre dann ja schon das Signal, aber dass hier das so ist? Wenn die zwei Züge, wenn sie da hinfahren würden, würden sie sich ja da anschauen. Verstehe die Logik da gerade jetzt. Ich glaube, bis zum Brocken rauf haben wir jetzt nicht noch mal irgendwo eine Ausweiche. Ah, schade, dass wir hier so einen Nebel haben. Ich würde so gerne in die Ferne schauen, aber ich glaube, das wäre ein bisschen viel zu modellieren. Bei der Weitsicht, was man hier oben hätte. Die größte Steigung. Warten wir zum Schluss 7,58%. Bis wir dann oben sind. Ja, schon heftig. Ah, machen wir noch mal ein paar sexy Aufnahmen. Ja, gehen wir mal ins Flieger rein. Wo stellen wir uns denn hin? Da ist eine Pfeiftafel hin. Pfeiftafel. Ja, tun wir so, als wären wir hier so ein Wanderer, der hier nach oben geht. Sehr nice. Irgendwo brauche ich noch mal was Schönes für ein Thumbnail. Vielleicht hier so in der Kurve. Ah, das sieht auch nicht gut aus. Hier könnte es vielleicht nur gut sein. Oh ja. Das sieht gut aus. Okay, machen wir wieder mit. Interface wieder an. Letzte Stück.
da hat es dann keine Bäume mehr. 20 Start bekommst du von mir. Aber da haben wir noch eine Zeit. In der Statistik wäre es hier nur interessant, wie viel Kohle und Wasser wir da verbrauchen bei der Bergfahrt. Dürfte schon ein bisschen was sein. Bei der Last. Södele, da hätten wir die 20. Ja, bei KMH so schnell. Das muss passen. So, liebe Leute, wir haben es geschafft. Wir sind oben beim Brocken. Unfallfrei. Sehr nice. Oh, wir sind ganz alleine. Oh. Und da hätte man dann noch Platz zum Umsetzen dann für die Talfahrt. So, ich würde sagen, hier halten wir an. Wunderbar. Liebe Leute, wir haben es geschafft. Einmal bis zum Brocken raufgefahren. Ah, das war eine schöne Fahrt. Hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und dann bis bald. Weiterhin gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.